Herzlich willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn. Und ich will auch gar keine Zeit verschwenden. Wir machen jetzt die nächste Nebenquest. Es wird auch nicht nur bei einer Nebenquest bleiben. Ich muss auf jeden Fall erstmal gucken, wo wir denn eine neue Nebenquest haben. Unterversorgt. Ja, das können wir mal machen. Das ist auch gleich in der Nähe. Ach ja, das sind ja die da oben. Der hatte ja schon in der letzten Folge um Hilfe gefragt. Was hat er denn so Tolles zu erzählen? Der Sonne sei Dank, du bist eine Kämpferin. Und das können wir brauchen. Mein dämlicher Boss hat uns die falsche Kiste mitgegeben. Es stand Munition drauf, aber Reinholz war drin. Ohne die Munition haben wir kaum eine Chance gegen Wächter und anderes. Ich will dir gerne helfen. Schön zu hören. Wir brauchen je... Alarm! Langbein gesichtet! An die Waffen! An die Waffen! Alles klar, da geht's auch gleich mal wieder los. Ein Wächter! Ich muss mir erstmal was herstellen. Gegen den hatten wir ja schon mal gekämpft, das ist das Langbein. So, die Wächter sprengen wir erstmal gleich weg. Ich hatte ja gesagt, mit den Feuerpfeilen gegen die Wächter vorzugehen, ist natürlich das brutalste Mittel, was es gibt. So, der ist erstmal verbrannt. Der ist auch hin. Oh, na warte mal, ich kann auch Nahkampf. So, Freundchen, das war's mit dir. Und dann schalten wir jetzt auch gleich mal das Langbein aus. Oh, der ist ziemlich schnell. Sieht aus wie ein Schokobo von Final Fantasy. So, und tschüss. Noch nicht? Na, okay, dann kommen die Feuerpfeile. Na? Kriegt er noch Feuerschaden? Plünderer auch noch. Okay. Den schieße ich erstmal. Oh, wo kommt er denn her? Habe ich ja gar nicht gesehen. Hallöchen. Plünderer, das war's erstmal mit dir. Dein Kumpel hau ich ja auch noch gleich aus der Latsche. Na, halt mal bitte still. Jetzt kriegst du noch einen Treffer ab und dann war's das. Oder auch so. Geht auch von alleine. Oh. Knapp daneben ist auch vorbei. Ja, haben wir uns da ganz gut geschlagen, finde ich. Nochmal schön alles looten. Und dann reden wir auch mit den Jungs. Ich denke mal, das war's dann jetzt auch mit der Quest. Na, Aloy, kannst du das nicht aufnehmen? Ich habe nicht vergessen, dass da hinten noch zwei Sägezähne waren. Die schnappe ich mir auch noch gleich. Ich kann die ja jetzt überbrücken. Das heißt, ich kann die gegeneinander kämpfen lassen, wenn ich das richtig anstelle. Was habt ihr denn so Tolles zu erzählen? Ich habe schon Maschinenjäger gesehen, aber keine wie dich, Fremde. Du bist unglaublich. Boss, die Leadkerne sind weg. Was? Das ist unmöglich. Außer die Reed hat sie geklaut. Als die erste Welle angriff, ist ein Mann geflohen. Die Reed. Ich dachte, er sei feige. Doch er ist auch noch ein Dieb. Er kann nicht weit sein. Stimmt, aber wir können ihn nicht verfolgen. Dann mache ich das für euch. Aber diesmal gegen Bezahlung. Das ist in Ordnung. Bring die Leadkerne zurück und ich zahle. Alles klar, die Quest geht also noch weiter. Finde die Reed. Wo ist er denn?
Ach so, ich muss die Spur verfolgen. Gibt es noch eine weitere Spur? Ach, hier ist er lang gelaufen. Okay. Das hatte ich nicht gesehen. Jedenfalls nicht auf Anhieb. Da sind Wildschweine. Ihr wisst ja, was das heißt. Ich brauche unbedingt Wildschweinhaut. Immer noch, immer wieder. Andere Ding hin? Da oben, okay. Och, bitte hab jetzt Wildschweinhaut dabei. Wildschweinhaut. Und der hier oben hat wieder Schweinsknochen. Können wir uns vielleicht jetzt die neue Tasche herstellen? Das ist die Frage. Jawohl. Geht doch. Hergestellt. Rohstoffbeutel, Upgrade Level 4. Outfitbeutel brauchen wir ja nicht. Waffenbeutel auch nicht. Jo, dann war's das erstmal. Dann folgen wir jetzt erstmal der Spur. Hier vorne waren irgendwo die Sägezähne. Das weiß ich ganz genau. Sind die jetzt wieder weg? Die Quest scheint auch komplett im Dunkeln stattzufinden, irgendwie. Boah, das sieht alles trotzdem grafisch echt hammermäßig geil aus. Da ist er ja. Hallöchen, Dirit. Hallo, Dirit. Wer bist du? Die Karawane schickt mich. Karawane? Welche? Die Sabotierte. Du dachtest, keine Sprengpfeile, keine Überlebenden, keine Zeugen deiner Tat. Hör zu, Fremde. Ich habe Schulden. Wenn ich nicht zahle, werden die mir den Kopf abreißen. Ach du Scheiße, was bist du denn für einer? Alles klar, die verbrenne ich mal. Wow, 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 wow. Scheiße, macht der Damage. Was ist das für einer? Ich würde ihn gerne scannen, aber ihr seht ja, ich bin beschäftigt. Ah, jetzt hat er Feuerschaden. Schön. Das müsste Damage machen. Und das macht auch bei mir Damage. Oh, ja, ja, ja. Na, oh, gleich nochmal einen Trank genommen. Komm, ey, Leute, nimm den Trank. Wo ist denn das Teil? Ach, hier vorne. Ey, das gibt's doch gar nicht. In Bewegung bleiben. Okay. Boah. Na? Ein, zwei Treffer noch, dann bist du down. Habe ich den jetzt getroffen? Och nein, oder? Ja, ich musste ja unbedingt in den Nahkampf gehen, ja? Ich konnte es nicht lassen. Ja. Der altbekannte Ladebildschirm überbrücke Langhälse, um Kartenbereiche freizulegen und Maschinenareale zu entdecken. Erledige den Pirscher. Das hatten wir gerade schon. Und da ist er auch schon. Aber wir werden jetzt auf die Sprengpfeile gehen und ihm... gegen den Baum geschossen. Oh, und ich habe mich verschossen gerade. Ja. Er ist immer noch nicht seine Waffe los. Okay, immer in Bewegung bleiben.
Wo ist er denn? Habe ich ihn getroffen oder habe ich ihn nicht getroffen? Oh, verdammte Axt. Bleib mal bitte hier, du willst sowas von mir. Los, komm her. Was, keine Munition mehr? Pirscherchen. So haben wir nicht gewettet. Ich werde dich mal kurz ein bisschen fixieren. Oh, 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 oh. Mal gucken, ob das geht. Ja, doch, wir haben hier Platz. So, was hat denn der so für Schwäche? Der hat Schwäche Strom. Alles klar. Ja, dann nutzen wir das mal. Und wir versuchen das jetzt auch mal mit dem Präzisionsfeuer, der macht das ja mehr Damage. Ja, dich fixieren wir gleich nochmal. Abwarten, Freundchen. Ah, kotzt mich an, dass ich davor unbedingt in den Nahkampf gehen musste. Der wäre längst down gewesen. Na komm, verbrenne da endlich mal. Oh, nicht schon wieder, nicht schon wieder, nicht schon wieder. Alter, das gibt's doch gar nicht. Na endlich. Ey, die sind ja echt hartnäckig, die Viecher. Fischerherz, ja. Dank des Skills, den wir da genommen hatten, Schnitzexperte, kriegen wir natürlich auch ein wenig mehr seltene Items. Aber Heilkräuter, das wäre echt toll. Durchsuchen, Wächter. Mhm, mhm. So, der hat ja noch ein paar tolle Teile verloren. Die looten wir natürlich alle gleich mal auf. Dann quatschen wir noch mit Dirit und dann sollte die Quest eigentlich erledigt sein, glaube ich. Die Karawane. Leben Sie? Ja, ich kam rechtzeitig. Danke. Wenn ich jetzt die Sonne umarme, verbrenne sie. Meine Sünden. Zu schade. Immerhin hat er noch Reue gezeigt. Ja, er hat es nicht geschafft. Alles klar, wir müssen wieder zurückkehren zu Marzavid zurück. Ey, die Pirscher sind ja echt hardcore. Da sind mir ja die Sägezähne lieber. Waschbären. Na gut, auf Jagd gehen wir ein andermal. Ich werde natürlich auch ein paar Tiere unterwegs wieder abschießen. Oder jagen vielmehr. Sofern mir das möglich ist. Mich freut es auf jeden Fall erstmal, dass wir diese Tasche haben. Also diesen Level 4 Rohstoffbeutel. Ich skill dann natürlich noch das andere weiter. Noch nützlich sein. Wir brauchen Heilkräuter. Ist die Quest jetzt fertig oder soll ich noch was anderes für euch tun? Du bist wieder da. Mit den Liedkernen, wie ich sehe. Und die Ried? Ein Pirscher hat ihn gepackt. War nicht so schön. Und du hast ihn erledigt? Das gibt einen Bonus. Hier, dein Anteil. Verdient. Ich übernehme ab jetzt wieder. Die Reise verläuft ab jetzt glatter. Nebenquest abgeschlossen. Unterversorgt. Ja, den Bonus möchte ich ganz gerne mal sehen. Bemerkenswerte Belohnungskiste, Erfahrungspunkte 2500. Für mich sieht das nicht nach einem Bonus aus. Das ist die normale Standardbelohnung. Aufstieg Stufe 17. Fähigkeitspunkte und maximale Gesundheit. Ja, wir haben wieder 3 Punkte. So, jetzt kann ich das endlich machen. Erhöht die Ressourceninventarplätze um 20%. Sehr schön.
Mal schauen, wie viel haben wir denn? 53 Plätze sind belegt, 120 haben wir. Das ist auf jeden Fall echt geil. Ich könnte mir noch eine Modifikation für meine Rüstung holen. Habe ich gar nicht, wie ich gerade sehe. Was haben wir denn hier im Angebot? Fernangriffsschutz, Eisschutz, Nahkampfschutz. Ja, für einen Treffer wäre das sicherlich mal vom Vorteil. Tarnung. Ich mache mal das hier, dann haben wir auch gleich 5% Fernangriffsschutz. Was wäre denn jetzt die nächste Quest? Ja, das mit dem alten Waffenlager ist natürlich so ein Ding. Ich glaube, zwei Energiekerne haben wir schon. Das wird uns auch auf der Karte irgendwie, glaube ich, gar nicht angezeigt. Zumal ist das Ding auch ab Stufe 25. Das sind Jagdaufträge. Kollateralschaden. Begib dich zu den Spornfelsen, finde heraus, wo Odins Familie gefangen gehalten wird. 5000 Erfahrungspunkte wird es dafür geben. Wir machen erstmal das, weil das ist nur knappe 280 Meter weit weg. Ich werde mir mal ein Reittier rufen. Ja gut, ich glaube, das kann ich gar nicht, weil... Na, wo ist es denn? Wir das noch gar nicht geskillt haben. Genau, das ist das hier, Reitmaschine rufen. Ruft eine neue überbrückte Reitmaschine, wenn keine andere verfügbar ist. Ja gut. Hatte ich gehofft, das geht leider nicht. Naja, gut, wie dem auch sei. Aloy ist ja gut zu Fuß, das schaffen wir auch so. Etwas Vorrat. Ja, definitiv. Wenn so ein Pirscher wiederkommt, dann sehen wir alt aus. Warum liegen hier Schrotthaufen von Wächtern rum? Naja, wir sind auf jeden Fall gut vorbereitet. Und es wird wieder hell. Jawohl. Aloy ist ja warm angezogen. Sie hat auf jeden Fall nichts Kurzärmliches an. So kalt dürfte er jetzt nicht werden. Hatte ich schon mal erwähnt, dass die Grafik von dem Spiel echt toll ist? Ich glaube schon, oder? Ein paar Wächterlein sehe ich da hinten. Maschinenareal entdeckt, Graser. Ich bin mehr als bereit für dich. Hier bin ich. Du toller Wächter. Untersuche das Gebiet. Ach so, hier muss ich jetzt diesen Ring finden. Na, das kann ja was werden. Jetzt muss ich kämpfen. Oh. Und ich habe zweimal daneben geballert. Na, aber wenn ich die Behälter treffe, dann sind die wirklich sehr schnell down. Oh, ein Wächter. Ich habe ich gar nicht gesehen. Wo kommst du denn her? Die Graser sind schon abgehauen, oder wie? Machen hier erst eine Welle und dann hauen sie einfach ab. Ja, und ihr habt gesehen, ja, mit diesem... Was war das nochmal für ein Pfeil? Präzisionspfeil. Wenn man da auf die Behälter schießt und man trifft auch, macht das echt Damage. Ob mein Fokus hier etwas findet? Das sagt sie bestimmt nicht umsonst. Die Spuren auseinanderzuhalten. Aber das hier war Time. Und ein Wildschwein. Und ein Wildschwein. Und da ist ein Graser.
Das war der Graser. Ich muss jetzt auf jeden Fall erstmal dieser Spur nachgehen. Wo war denn das? Achso, hier vorne. Und wo geht das jetzt weiter? Na, wo ist die Spur? Ach, hier vorne. Das ist natürlich eine tolle Sache mit dem Fokus, sonst hätten wir uns hier echt einen Wolf gesucht. Die Spur sollte uns jetzt eigentlich direkt zu diesem Ring führen. Nicht markiert. Woran starb es wohl? Schaum um das Maul. War es sein Futter? Etwas steckt ihm im Hals. Mal sehen. Ja, das ist Times Ring. Ja, okay. Wir haben den Ring. Jetzt muss ich nach da oben zurück. Wie komme ich denn da hoch? Wie zum Geier komme ich denn jetzt da hoch? Da kann ich mich abseilen. Das sehe ich schon mal. Ach so, gut. Da vorne kann ich hochklettern. Natürlich sehen wir die Landschaft jetzt mal wieder aus einer anderen Perspektive. Ja, diese Schneelandschaft, dieses Gebirge hier oder diese Berge vielmehr. Sieht natürlich echt toll aus. Komme ich jetzt hier hoch? Nee, leider nicht. Das ist nur zum Runterrutschen, so wie es ausschaut. Na gut, dann heißt es klettern. Wo man hochklettern kann, wird natürlich hier auch so dargestellt oder durch so eine kleine Spalten, die Aloy greifen kann. Muss man natürlich immer gut drauf achten, aber bei der geilen Grafik ist das überhaupt kein Problem. So, wir nehmen natürlich alles mit. Da haben wir einen Plünderer. Das hat Eindruck hinterlassen. Definitiv. Alles mitnehmen, wir brauchen Erfahrungspunkte. Okay, der ist hin. Oh, 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 oh. Ja, Jungs. Das war natürlich total unklug von mir, das zu machen, aber egal. Ich mache das jetzt einfach gleich normal. Ich möchte die Erfahrungspunkte haben. Ich meine, gut, jetzt die ein, zwei Plünderer und der eine kleine Wächter, die haben wir locker auslatschen. Ich scanne jetzt hier irgendwie die Gegend. Können wir gerne machen. Okay. Tut mir nichts. Oh. Okay, das war echt doof. Scheiße. Den Wasserfall habe ich nicht gesehen. Das Gelände ist natürlich auch ein bisschen unpraktisch jetzt gerade für den Kampf, wie ich finde. Ich kann nicht so wirklich ausweichen. Aber der eine hier ist fast down. Du brauchst gar nicht abhauen. Dich verbrenne ich auch noch. So, jetzt kriegst du noch einen Nahkampftreffer ab. Und dann war's das. Mich da einfach runterzuschubsen, was fällt dir ein? Ach ja, ein Wächterlein. Ja, zu dem Feuerschaden hatte ich schon mal was gesagt. Wenn ihr das auf jeden Fall weiter skillt mit den Modifizierungen, je nachdem in der Rüstung oder in den verschiedenen Bögen oder in diesem Bogen vielmehr, dann haut das richtig rein. Da vorne ist unser Ziel. Komme ich hier so einfach durch? Fische kann man, glaube ich, auch jagen. Naja, gut, das machen wir jetzt aber nicht. Ach, hier steht er. Ich habe schon gedacht, wo ist er denn auf einmal? War die Jagd erfolgreich? Ich habe die Eber heute und dein Glücksring, Time. Urmutter sei Dank. Und dir natürlich. Wo hat er gesteckt? Im Schlund eines Ebers. Für den Eber war es kein Glück. Ich trage ihn ab jetzt vielleicht lieber um den Hals. Ja, Auftrag abgeschlossen, Jagdglück.
Uns wird natürlich immer wieder da hinten angezeigt, da ist die Hauptquest, mach doch die Hauptquest. Die Hauptquest ist doch so toll, ja. Das mag vielleicht sein, aber im Moment ist sie für mich total unattraktiv. Wir machen jetzt Zuflucht. Finde den vermissten Krieger in Teufelsdurst. Ne, Kollateralschaden. Gut, das wäre jetzt auch eine andere Nebenaufgabe gewesen. Ich habe gedacht, das wäre die Hauptquest, aber... Die Hauptquest ist auf jeden Fall das hier. Oder sind die hier noch? Je nachdem, oder? Einer davon ist die Hauptquest. Das sind alles drei Hauptquesten, okay. Naja gut, wie dem auch sei. Ich werde jetzt in dieser Folge noch diese Nebenquest hier erledigen. Ich werde mal schnell noch zum Händler gehen. Sie ist es, die Sucherin. Ja, die Sucherin, und ihr habt uns gefunden. Ihr musstet uns nicht mal suchen. Ist das nicht toll? Wir gehen jetzt auf jeden Fall zum Händler. Ich möchte mir noch die Schattenschleuder holen. Ich glaube, die kann ich mir kaufen. Natürlich. Ja, natürlich. Du hast den besten Shit, den es hier gibt. So, schauen wir mal. Können wir uns das Teil jetzt kaufen? Ja, können wir. Aber dann gehen so viel Metallscherben drauf. Ich muss mal was verkaufen. Die Frage ist nur, was... Ja, die Herzen, die hebe ich mir erstmal auf. Wächterlinse. Mehrere verkaufen. Ja, machen wir mal 4. Metall, irgendwas. Auf gar keinen Fall Lohe verkaufen. Davon haben wir eigentlich auch genug. Was kriegen wir dafür? Verkauf nicht möglich? Warum nicht? Händler ist an diesem Gegenstand nicht interessiert, stand da unten rechts. Okay, ja gut, ja. Hm. Was hat er bei Outfits? Achso, das sind ja meine. Was hat er denn hier bei Outfits? Können wir da was Tolles vielleicht irgendwie kaufen vielleicht? Ja, das hat natürlich auch tolle Effekte, ja. Verderbnis gegen Schock, gegen Eis und gegen Feuerwärme geschützt. Das können wir natürlich auch modifizieren. Das wäre Beschützerin-Outfit. Da wären wir gegen Fernkampf oder Nahkampfschaden. Ich weiß es gar nicht. Nahkampfschaden, okay, wird da oben angezeigt. Habe ich nicht gesehen auf Anhieb. Diesen Kopfschmuck, falls der uns nicht gefallen sollte, den können wir auch bei Optionen ausstellen. Das haben wir jetzt auf jeden Fall. Stelle Nora Jägerin. Theoretisch müssten wir dann auf das gehen, wenn wir es beibehalten möchten. Aber wir haben kein Brüllrückenherz und zumal auch gar keine Metallscherben. Ja, okay, war toll. Deine Ware ist nicht so toll. Also zumal können wir uns deine tollen Waren gar nicht leisten, da uns ja die Metallscherben fehlen. Nächstes Mal folge ich den Regeln der Stammgläubigen. Quest aktivieren, die Spur der Kriegsherren. Ach, hier können wir eine Quest aktivieren. Ich hol mir noch Frostbeulen. Ja, Aloy, mag ja sein, aber du hast ja wenigstens ein Outfit an, was langärmlich ist. Oh ja. Na, der hat uns noch nicht gesehen. Hallihallo. Ah, dafür hat uns aber sein Kumpel gesehen. So, das kann ich auch. Ja, genau. Läuferherz, sehr schön. Ja, hier waren noch mehr Läufer. Wir hätten den jetzt natürlich auch überbrücken können, ja? Dann hätten wir den zum Reittier machen können. Vielleicht mache ich das mit dem nächsten. Mal schauen. Somit wären wir ja auch schneller zu Fuß. Aber mir geht es ja um Erfahrungspunkte. Na, ihr braucht gar nicht wegrennen. So, dann müsste hin sein, wenn ich da bin, genau. Ja, für die gibt es jetzt natürlich nicht mehr so viel Erfahrungspunkte, aber da macht es natürlich die Masse. Der andere ist irgendwo da vorne. Ah, den mache ich mir jetzt mal schnell zum Reittier. Gucken, ob das klappt. Wir können die ja auch anlocken. Indem wir uns hier in dem hohen Gras verstecken.
Dann kommt da mir nichts, dir nicht selber reingelaufen. Und schon ist er unser Schoßtier. Oder vielmehr noch unser Reittier. Wir können natürlich auch vor dem Rücken des Läufers hier noch Gegner jagen. Ist natürlich auch klar. Ist ein geiles Feature, wie ich finde. So können wir angreifen. Aber wie laufe ich schnell? Ach so, mit X geht das. Okay. Ah, dem Wächter hat das dann nicht gefallen, dass wir jetzt dieses Reittier hier haben. Das kann mir herzlich egal sein. So, das neue Feature ist ja, wir können jetzt hier auch Gegenstände, glaube ich, looten. Wenn wir uns auf einem Reittier befinden. Aber irgendwie hat das nicht geklappt. Ich glaube, das habe ich doch noch nicht geskillt. Aber durch das neue DLC, The Frozen Wilds, ist es auf jeden Fall möglich. Finde die vermissten Krieger in Teufelsdurst. Alles klar, die sind auf jeden Fall da vorne. Mit dem Reittier sind wir natürlich viel, viel schneller. Ist natürlich echt schick. Ein Wildschwein! Bleib hier! Hm, sehr nahrhaft. Kommen wir mit dem Läufer hier durch das Wasser? Nee, das scheint irgendwie nicht zu gehen. Schade. Ich hätte ihn gerne mitgenommen. Aber da vorne ist irgendwie das Wasser flacher. Ich glaube, da können wir übers Ufer rüber. Oh, was lag denn da? Ruhig. Ja, ja, warte mal. Nimmst du zur Sicherheit schon mal Tränke rein, wer weiß, was hier kommt. Hoffentlich können wir jetzt hier rüber. Das sollte eigentlich möglich sein. Gut, das geht auch. Oh oh. Ich muss den Kampf. Ja, Sägezähne. Aber die sind empfindlich gegen Feuer. Ich stelle mir erstmal alles her, was noch geht. Denn der kommt jetzt. Ja, das hast du dir so gedacht, wa? Boah. Oh, ich hätte den natürlich überbrücken können. Ja, dann hätten die gegeneinander gekämpft und jetzt habe ich sie mit beiden zu tun. Scheiße. Okay, dann machen wir das anders. Wir machen erstmal einen fest. Ob der noch möglich ist. Und dann kümmern wir uns ganz geschmeidig um den anderen. Ja, mein Reittier greift an. Okay. Nein, jetzt ist er draufgegangen. Oh, scheiße. Wow, wow, wow. Ah, das haut richtig rein hier. Okay, das war eine blöde Idee. Wenn ich erstmal einfixieren könnte, habe ich erstmal ein bisschen Ruhe. Okay, einer ist fixiert, gut. Und jetzt noch der andere. So. Ja. Heilige Scheiße. Erstmal der hier, der ist schon fast hin. Ja, das ist mir jetzt egal. Hauptsache, der brennt erstmal. Wir wollen ja auch ein bisschen Action erleben. Der eine ist schon mal down. Also das geht auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Unser schönes Reittier. Ruhe und Frieden, mein toller Läufer. Jetzt bist du fällig.
Ja, das Timing muss auf jeden Fall stimmen. Und es dürfen natürlich auch keine Bäume in der Nähe sein, wenn es geht. Oh, verdammte Axt. Ja, ich fuck mich gleich nochmal ab. Oh, Mist. Wo ist das Teil? Ach, hier vorne. Hallo. So, jetzt brennst du erstmal wieder. Das wird jetzt dein Untergang. Jawohl. Können wir wieder raus? Ja, ihr könnt raus, wenn ich euch finde. Die Krieger scheinen ja irgendwie versteckt zu sein. Ja, wie gesagt, das hätte man echt cleverer und sneaky anstellen können. Ich hätte den einen Sägezahn einfach überbrücken müssen. Schon hätte der eine gegen den anderen gekämpft. Das werde ich den anderen Mal dann machen. Aber okay, so hatten wir auch ein bisschen Spaß. Wo seid ihr denn, Jungs? Ist das hier nicht die Ruine? Ach, da oben sind sie. Du bist die Kriegerin, die ausgestoßen war. Was machst du hier? Euer Freund Dan bat mich, euch zu suchen. Was macht ihr da oben? Der Sägezahn riss uns die Bündel ab. Mir. Uns. Ohne Waffen war das hier unsere beste Option. Vielen Dank, dass du ihn erledigt hast. Jetzt können wir nach Hause. Eins noch. Du verrätst doch nicht, dass du uns gesehen hast. Habe ich ja nicht. Zumindest dein Freund nicht. Soll ich dir runterhelfen? Wir gehen allein zurück. Versteh das nicht falsch, aber wenn wir mit dir gesehen werden, kommen sie uns noch auf die Schliche. Ja, na ganz toll. Das war natürlich mal wieder so ein bisschen diskriminierend, finde ich, für Aloy. Die Ausgestoßene. Niemand darf mit der Ausgestoßenen gesehen werden. Dabei sind wir eigentlich die Sucherin und haben euch komplett den Arsch gerettet. Also verstehe ich das irgendwie nicht. Aber gut, damit können wir leben. Müssen wir ja auch. Wir müssen jetzt wieder zu denen zurück. Schade, dass wir den Läufer nicht mehr haben. So muss ich jetzt die ganze Strecke zu Fuß gehen. Gut, das sind ja nur knapp 300 Meter. Aber sieht das nicht geil aus? Die ganze Location hier ist echt der Hammer. Also jetzt hier so bei Tageslicht, das sieht echt fett aus. Aha, da hinten hätten wir wieder einen Sägezahn. Das mache ich jetzt aber ein andermal. Zumal, warum sollte ich den jetzt überbrücken? Der hat jetzt gar keinen Grund, gegen jemand anders zu kämpfen. Ich weiß auch gar nicht, wie weit die Reittiere mir eigentlich folgen. Auf einen Sägezahn kann ich nicht reiten, soweit ich weiß. Nur auf solchen Läufern und auf anderen. Oh ja. Ja, wie ihr seht, die Witterung schlägt natürlich sehr schnell um. Jetzt regnet es schon wieder. Gerade noch im schönen Sonnenlicht gewesen und jetzt schon wieder im Regen. Ja, Jungs. Euch springe ich mal weg. Geht das überhaupt? Wahrscheinlich nicht. Okay, dann Feuerpfeil. Ich habe gedacht, das wäre Nora-Krieger. Boah, warte mal. Nahkampf kann ich aber auch. Vielleicht sogar besser wie du. Was hast du dir so gedacht, wa? Habe ich gar nichts getan. Das waren Banditen. Ich sollte mir demnächst mal wieder Heiltränke kaufen. Aber ich kriege ja jetzt hier welche. Das ist ja schick. Auf zurück nach Mutterkrone. Wollten die Banditen etwa Mutterkrone angreifen? Dann kamen wir genau richtig. Wer ist denn das hier? Weise den Nora den Weg, Göttin. Und wir werden folgen. Bitte vergiss uns nicht, Urmutter. Nee, das tun wir nicht.
Die Musik verheißt schon wieder nichts Gutes. Irgendjemand kämpft da hinten. Jemand ist in Gefahr. Wir müssen zur Hilfe eilen. Machen wir doch gerne. Du bist am Ende. Wir haben ja schon wieder 8000 Erfahrungspunkte zusammen. Das geht ja ratzifatzi. Ja, vielen Dank. Bitteschön, meine ich, für die Hilfe. Ihr braucht euch nicht zu bedanken. Mädels. Die Urmutter möge dich segnen, Sucher. Na, das sind übrigens mal nette Leute. Und der Läufer ist nicht so nett. Jetzt kann er niemandem mehr Schaden zufügen. So, dann auf nach Mutterkrone und die Quest beenden. Oder ist das Mutterherz? Nee, ist Mutterkrone. Damit gehöre ich zu den Glücklichen. Manches ist für uns nicht greifbar. Ich glaube, der werde es mir merken. Ach, hier ist der NPC. Ich fand deine Freunde, du weißt schon wo. Sie kommen bald zurück. Oh, danke. Danke, danke, danke. Was für eine Erleichterung. Du verrätst es doch niemandem, oder? Ganz ruhig. Die Stammmütter singen die Hymne der Buße. Ich denke, ihr seid sicher. Das stimmt. Die Hymne ist Sühne für uns alle. Danke. Das habe ich nicht gemeint, aber gut. Was fragen wir da lange? Auftrag abgeschlossen. Sie haben unser Vertrauen. 1670 Erfahrungspunkte, bemerkenswerte Belohnungskiste. Die Belohnungskiste muss ich mir gleich mal angucken. Was sind da so drin? Ist das hier bei Spezialobjekte? Nee, hier bei Schatzkisten. Ach so. Das habe ich auch noch alles. Ja, da war einiges drin. Das ist ja toll. Es tut weh, aber ich habe daraus gelernt. Dann würde ich auch mal sagen, wir haben einiges wieder geschafft in dieser Folge. 3 Nebenaufträge, 1 Fail war leider am Anfang dabei bei dem Pirscher, aber naja gut, so ist das halt. Der war nicht ganz so einfach und ich musste natürlich alles riskieren und mit dem Nahkampf angreifen. Das hat mir natürlich den Kopf gekostet. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und ihr schaltet auch zur nächsten wieder ein. Dann werden wir fleißig weiter questen, ein wenig leveln, vielleicht sogar wieder eine Brutstätte machen. Lasst euch überraschen. Ihr könnt mich gerne abonnieren, das Video kommentieren, natürlich auch eine Bewertung da lassen. Darüber würde ich mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge. Und dann ist Aloy auch wieder trocken, denn ich lasse sie jetzt noch am Lagerfeuer stehen. Vielen Dank nochmal fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.